Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute die Favoriten vorstellen, die ich für genau diesen Look verwendet habe. Also Full Face Bobbi Brown ist das. Als erstes beginne ich mit einem Foundation Stick. Den gibt es in verschiedenen Farben. Das ist die Farbe Sand. So, ich habe euch das jetzt hier mal aufgegeben auf den Handrücken. Das ist so ein mittlerer Farbton. Es ist ein sehr cremiger, dieser Stick hat eine sehr cremige Konsistenz. Man hat natürlich ein gut vorbereitetes Gesicht, also schön viel Feuchtigkeit aufgegeben. Dann kann man sich den Stick, also das aufs Gesicht malen, entweder mit den Fingern verblenden oder mit einem Pinsel verblenden oder mit einem Schwämmchen oder einem Beautyblender. Es ist, finde ich, ein sehr deckendes Make-up. Also es ist für meine Verhältnisse ganz schön stark, also von der Deckkraft her, weil ich benutze gerne so leichtere, also so flüssigere Foundation bzw. die Bare Minerals Foundation, aber diese Sticks sind ja ganz stark im Kommen gerade, also das heißt im Kommen, die gibt es schon länger, aber die Kosmetikfirmen werben also ganz stark mit diesen Sticks, also ob das jetzt L'Oreal ist, also auch Drogerieprodukte, das ist jetzt Bobbi Brown, das ist ja High-End, das ist ein bisschen teurer. Aber ich habe den schon eine Weile, der ist natürlich auch besonders gut für ein Foto-Make-up gedacht, um jetzt etwas abzudecken. Also ich habe jetzt als Make-up, wie gesagt, diesen Foundation-Stick drauf. Dann ein absoluter Favorit. Und das ist nicht nur ein Favorit jetzt Monat März oder April. Das ist, gut, man kann, es ist immer so ein bisschen, die Dosen sehen immer so ein bisschen grabbelig aus. Ne? Also das ist ein Bronzer. Ein Bronzer-Glow. Es sind 6 verschiedene Braun-Gold-Töne und ihr seht, dass das schon ziemlich runter ist. Also ich bin schon mehr als auf dem Grund und den mache ich, also den benutze ich sehr gerne. Manchmal auch nur diesen Bronzer, ohne jetzt einen Rouge zu benutzen, weil, also ich habe den jetzt über 3 Jahre schon, ich benutze ihn wirklich häufig. Er ist mit einem schönen silbernen Döschen, wie gesagt, mit Spiegel, ein tolles Must-Have Bobbi Brown Produkt. Dann habe ich drauf heute, ich habe keine Lid Primer drauf, sondern es gibt diese Longwear Cream Eyeshadows von Bobbi. Das sind, die sind in so einem Gläschen, so ein Glasgefäß ist das. Und ich habe hier einmal als Lid Primer benutzt die Farbe Shore, das ist so ein Sandton. Ja. Ich gehe jetzt mit den Fingern, naja, das ist kaum auf der Haut zu sehen, es ist so ein hautfarbener Ton. Kann man nur als Lidschatten benutzen oder auch, also hervorragend als Primer. Und dann habe ich in die Lidfalte einen pudrigen Lidschatten gegeben, die Farbe Kakao. Ich werde den jetzt mal öffnen. Das ist die Farbe Kakao und der ist sehr, sehr, also hat eine ganz starke Pigmentierung. Also ich nehme immer so ein bisschen Farbe auf mit einem ganz fluffigen, locker gebundenen Pinsel und streiche da immer erstmal was ab, bevor ich damit in die Lidfalte gehe. Das gleiche Produkt habe ich verwendet für die Augenbrauen, um die Augenbrauen aufzufüllen. Und diesen Glitzereffekt habe ich erhalten durch einen Longwear Cream Eyeshadow. Der ist auch schon ziemlich, ihr seht, das sind so Lieblingsprodukte. In der Farbe Brown Metal. So, ich zeige euch das jetzt mal, dass ihr das sehen könnt. Der sieht auch sehr schön alleine an sich aus, wenn man nur diesen Lidschatten aufträgt. Ich mag diese Longwear Cream Eyeshadows sehr gerne. Man kann die sehr schön verschließen und die halten auch. Also ich muss im Vergleich jetzt mit Claudia Schiffer, da hatte ich den mir Ende des Jahres gekauft, ist das überhaupt kein Vergleich. Die sind über 3 Jahre alt hier und die sind noch top. Ich kann sie euch gerne noch mal zeigen. Da ist nichts gerissen und vorausgesetzt natürlich, dass ihr sie immer schön verschließt. Was habe ich noch auf dem Gesicht? Ja, ich habe auf den Wangen etwas Rouge in der Farbe Nektar. Das ist eine sehr schöne Farbe.
Die passt jetzt ganz toll in den Frühling. Und für die Lippen habe ich, also das ist ein Lippenstift, der nennt sich Brown. Die Farbe nennt sich Brown, aber eigentlich ist es betont die natürliche Farbe der Lippen. Sehr schön. Das ist die Farbe Braun. Und als Pflege ein Lip Balm, der hält auch, den habe ich jetzt auch schon bestimmt 2 Jahre. Guckt mal, ich benutze ihn jetzt nicht immer, weil er sehr reichhaltig ist. Besonders im Winter, gut, wir haben jetzt nicht, aber das ist ein ganz, ganz toller Lip Balm. Riecht nach nichts, hat auch keinen Geschmack. Ja, ich finde, es ist so eine sehr schöne Verpackung. So, das war es. Eigentlich relativ wenig Produkte. Das ist so dieser, das ist ja jetzt so trendy, ne? Dieser No-Make-up-Make-up-Look und lediglich so die Lidfalte so ein bisschen betont und in den Augenwinkel so ein bisschen Glitzer. Man kann natürlich auch nur einen Highlighter in den Augenwinkel geben, aber dieser Brown Metal, das ist, den muss ich mir unbedingt wieder nachkaufen. Ich hoffe, ich bekomme den noch, da er schon so, also ich den schon einige Zeit habe und die Firmen ja leider oft Sachen auch aus dem Programm nehmen. Komischerweise nehmen sie immer die Sachen aus dem Programm, die richtig toll sind, also die man liebt und lieb gewonnen hat und dann hätte sie gerne wieder und dann sind sie weg. Nö, haben wir nicht mehr, dafür haben wir eine neue Farbe. Ja, schön. Also ich werde mich mal auf die Suche machen nach diesem Brown Metal. Hat der eigentlich auch eine Nummer? Ja, Nummer 4. Also ich kann diese Produkte, weil ich diese Produkte schon jahrelang kenne, ich kann Bobbi Brown also wärmstens empfehlen. Es gibt da jetzt auch neue Produkte wieder, also neue flüssige Foundation, die muss ich mir dann mal so zu Gemüte führen. Aber man kann ja, wenn man das jetzt nicht zugeschickt bekommt, sondern wenn man als freier YouTuber hier sitzt und euch was zeigt, was man so gut findet, was so die Favoriten sind und was vom Alter her passt, das ist natürlich eine sehr teure Angelegenheit. Das ist einfacher, wenn man jetzt natürlich also wöchentlich Pakete zugeschickt bekommt, um das vorzustellen, kann man natürlich dann auch immer up to date sein und die neuesten Sachen, die gerade auf dem Markt sind, präsentieren. Also ich bin, wie gesagt, eine freie YouTuberin und habe die Produkte, die ich jetzt euch vorstelle, die kaufe ich auch selber und ich bin davon total überzeugt oder eben auch nicht überzeugt. Es gibt ja auch Dinge, wo man sagt, nee, das wie die Urban Decay Palette, was ich sehr schade finde. Deshalb habe ich übrigens auch so ein betroffenes Gesicht gemacht, weil ich wirklich das sehr schade fand, dass ich diese Palette nicht für mich also zum Einsatz bringen kann. Um gleich mal was vorweg zu sagen, ich hatte ja diese im letzten Haul diese Nachtcreme vorgestellt auch, diese von L'Oreal, diese Nachtcreme, diese Zellrenaissance. Und ich habe schon einige Anfragen bekommen, gib mal Bescheid, wie das ist, dein Empfinden. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht himmelhochjauchzend, ich bin noch nicht zu Tode betrübt, aber es ist jetzt, der Geruch ist wirklich mit diesem schwarzen Trüffel, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und gut, von der Wirkung her kann man jetzt noch nicht sagen, nach ein paar Tagen, aber ich glaube nicht, dass diese Creme unbedingt mein Freund wird oder meine Freundin. Also ist nicht schlecht, aber ich bin jetzt nicht so... Also ich würde jetzt nicht sagen, so, also das musst du haben, unbedingt. Ne? Also ohne diese Nachtcreme geht nichts mehr. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich schreibe die Produkte gerne in die Infobox. Ach, übrigens noch etwas. Ich möchte noch etwas sagen. Das war auch wieder so ein blödes Kommentar oder blöder Kommentar. Es geht um diese Affiliate-Links. Alle YouTuber haben sind Mitglied meistens mit diesem Amazon-Affiliate-Programm. Und das sind Links, die wir euch vorschlagen. Ihr könnt diese Produkte natürlich dort kaufen, ihr könnt sie aber woanders kaufen. Es sind Seiten, die wir euch vorschlagen, damit ihr euch informieren könnt. Es bleibt jedem selbst überlassen, wo und wie ihr diese Produkte kauft. Ja? Ich glaube, man muss immer sehr viel dazu erklären, wie hier YouTube funktioniert und wie die Links funktionieren etc., damit ihr das versteht und nicht dann irgendwie ein Aufschrei, was, ne, um Gottes Willen, verdient die daran noch? Also, ja... Gut, ihr Süßen. Also, anyway, das war jetzt mal kurz. Es sind so Produkte, die ich euch heute vorgestellt habe, die ich sehr mag. Einzig und allein von Bobbi Brown. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag und seid besonders gut zu euch. Bis bald. Ciao.